abgerechnet. Ja, besser als Minus auf dem Konto, das kann ich euch sagen. Ewige Punkte. Okay. Rang C. Das ist wohl anscheinend doch nicht so gut. Rang C. Das kenne ich von Street Fighter auch. Diese neue Organisation, sie ist zu hartnäckig. Sie haben alles in ihrer Gewalt. Es gibt jemanden, der dir helfen kann. Die Kampfmaschine. Der Großmeister von Chinatown. Da kommt die Spezialeinheit. Okay, Level 2. Ja, nicht schlecht bis jetzt, muss ich sagen. Ach, wir haben uns da hingelegt. Also wir haben vor den ganzen Typen hier gepennt einfach. Und die haben gewartet, brav, bis wir aufstehen, ist klar. Und da ist auch das Scheißhaus direkt da hinten. Ja. Kann man das eigentlich auch nicht mehr, die Klopapier rollen? Nee, kann man nicht. Sah so aus. Können die auch laufen? Nee. Mit bloßen Fäusten wird die Metalltür geöffnet. Und da haben wir zwei sehr starke, kräftige Polizisten. Keine Chance gegen unsere Combo. Jetzt bleibt auch gefälligst. Oh. So, jetzt machen wir mal einen super Move hier. Burn, Baby. Aber, naja. Seine ganzen Kumpels mitkommen hier, die Cops. Na. Mit seiner grünen Warnweste, damit man ihn auch im Dunkeln sieht. Okay, weiter geht's. Boah, schaut euch das an. Das sind die Polizisten von heute, oder was? Da werden einfach die Insassen verprügelt. Boah, sind das kräftige Typen. Habt ihr das gesehen? Den Schocksilm hier? Die Frage ist, sollten wir die verprügeln oder sollten wir die einfach lassen? Ja, die siamesischen Zwillinge. Trick. Oh, Track und Fuck, ja? Er kommt mit dem Taser an. Freunde, verkloppt ihn. Ich gehe mal weiter hier. Nein, nicht auf mich, auf ihn. Ah, wir können das beiden Seiten Kombos austeilen. Das ist ja wie in so einem Bud Spencer-Film hier. Boah. Aber gegen unsere Combo keine Chance. Unser Drain Punch Combo. Das ist nicht schlecht, der Move. So, erledigt. Kann man hier irgendwas. Oh, die Pipeline nehmen wir natürlich. Das halbe Hähnchen haben wir uns auch geholt. Schaut euch das an. Hier gibt es sogar Arcade-Automaten. Und wir nehmen das Geld aus dem Automaten. So. Okay, hier ist noch mehr Geld. Mein Gott, wo hier überall Geld versteckt wird im Knast. Na. Ich glaube, da haben wir ein bisschen Energie verschwendet an ihn. Dick heißt er. Die Jungs haben es auch gar nicht auf mich abgesehen. Nicht wirklich. Kloppt euch mal, ja. Nein, er will natürlich von mir auch noch was. Wir nehmen uns die Pipe mit. Zack. Dick, mach Feierabend, geh nach Hause. Komm, geh nach Hause. Er will nicht. Dann eben so. Es war natürlich klar, dass wir jetzt da irgend so einen Badass bekommen als Gegner. Er ist bewaffnet, ich bin bewaffnet. Naja, er hat noch ein Schild, ne? Schnellt sich da nicht. Zack, der Schild ist durchbrochen. Und da liegt er schon.
Manchmal ist die große Taktik die beste. So, jetzt nehmen wir uns sein Prügel hier. Und das war's, Murphy. Murphys Gesetz. Was schief gehen kann, geht schief. Okay, jetzt kommen ein paar vernünftige Vibes hier. Mal gucken, ob hier eine Cola drin ist. Oh, Geld, auch nicht schlecht. Die Frage ist, was können wir mit dem Geld anfangen bis jetzt? Da kann man sich also Upgrades kaufen. Ja, schaut euch das hier wieder an, die Bullen hier. Na! Er will mich die ganze Zeit packen hier. Nein, du sollst ihn angreifen, nee, nicht mich. Ich muss sagen, bei aller Liebe, bei den Neuauflagen, den Charme der alten Spiele, der alten Teile auf dem Mega Drive mit dem Klobing-Controller. Mal sehen, ob wir den irgendwie umgehen können. Hier ist ein Apfel, den nehmen wir uns gleich. Erstmal machen wir ihn hier fertig. Das war klar. So, jetzt nehmen wir uns deinen Prügel, mein Freund. Jetzt gab's mit der groben Kelle. Den Apfel holen wir uns auch. Weil schöne Zähne sind wichtig. Können hier ganz schnell rausfliegen bei dem Geprügel. So, mein Freund. Dann kommen wir noch zwei. Ist ja noch nicht genug, dass einer hier ist. Gucken wir mal, ob hier vielleicht... Na, der Apfel wieder. Boah, das hat Energie weggenommen. Aber dann, wenn einmal der Schutz durchbrochen ist, die halten nicht viel aus. So, wir nehmen uns wieder deinen Prügel, mein Freund. Das Geld holen wir uns auch. Oh, genial. Ja, finde ich auch. Na. Weiteres Leben in 2000. Den mit der Warnweste nehmen wir uns auch mit. Okay, ja, schaut euch an, wie die einfach hier lauern und okay, Murphy, das war's. Den Teser. Dankeschön. Ah, der betäubt den Gegner nur, das stimmt. Aber Barney hat echt viel Energie. Hähnchen geholt. So, jetzt kommt er hier. Ah, jetzt ist ein Taser. Geil, sie Ausnahme. So, mein Freund. Wenn ihr immer mehr hier. Ah, soundtechnisch muss ich sagen, war es auf Mega doch ein bisschen geiler. Aber ist ganz nice zu spielen, auf jeden Fall. Na, oh. Einmal der Schild durchbrochen ist, Murphy. Folgst du Murphys Gesetz nämlich. So. Ach ja, es kommen gleich zwei davon. Schön. Ja, go, ich weiß, aber wie? Ah, wir haben keinen Super-Move. Ich wollte gerade wieder dieses Feuer machen. Können wir vielleicht an den vorbei? Na, go! Ah, Mist! Wir können nicht weg! Okay, dann müssen wir fighten. Okay, kommt her. Einer gegen alle. Ah, gib ihm! Habt ihr das gesehen? Der hat sein Schild einfach aufgeladen wieder. Okay, wir nehmen uns einen der Prügel hier. Oh, schön. Geldkoffer gibt's auch. Gesponsert von der Mafia. Den haben wir hier. Einen durchtrainierten Chief, Commissioner. Nix da, mein Freund. Oh, der kriegt natürlich Verstärkung, das war mir klar. Okay, wir machen mal das Feuer hier. Okay, wir haben genug zu essen hier.
Verhungern werden wir nicht, außer aber verprügelt. Okay, mein Freund, komm. 20 Treffer. Die Polizei, dein Freund und Helfer, das zieht dir wahrscheinlich nicht. Na komm, der ist doch nur Fallobst. Boah, aber er eskaliert hier richtig. No, habt ihr das gesehen? Der kommt von hinten und hält mich einfach fest. Was war das denn? Ich glaube, das war sein Special Move. Wir müssen das Hähnchen schnell holen. Yes. Können wir nicht den Golfschläger da hinten nehmen? Nee, leider nicht. Oh, da hat er uns gepackt. Oh. Komm, der Drank. Oh, nee, das ist ja unglaublich, der Kerl. Weiteres Leben in 5000. Okay, wir müssen uns den Taser nehmen, wenn er es zulässt. Warte, Brocken, der alte Sack. Okay, der Strom interessiert ihn nicht. Er ist nur am Rushen. 13 Treffer. Na, viel hat er nicht mehr. Klasse. Ja, das Spiel bewertet meine Kombos. Oh, Eskalationsenergie von ihm. Er ist nur noch rum. Schaut euch das an. Der jumpt ihn nur noch. Boah, er durchbricht den einfach. Okay, mein Freund. Das war's. Passende Musik zum Schluss. Der Zeitbonus. Ewige Punkte. So, liebe Freunde. Das soll es auch erstmal gewesen sein für das erste Video von Streets of Rage 4. Habt ihr den Teil schon mal gezockt? Habt ihr Erfahrung mit dem Game? Haut's in die Comments. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. Ich danke euch fürs Zusehen. Don't forget, teilen, liken, abonnieren. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss, bis dann.